Ja, hallo, so guten Morgen. Also heute hole ich die Bienen von der Alp. Die eine Gruppe, wo wir ja schon öfters hier im Video drüber geredet haben, wo ich in den späten Raps gefahren habe. Es ist so 3 Uhr morgens. Ja, es geht los, ne? Sonntagmorgen, 3 Uhr. Und ja, ich mache jetzt, habe jetzt hier gerade nochmal am Anhänger geschaut, ob alles in Ordnung ist, weil ich habe den außerhalb abgestellt gehabt, im Dunkeln auf einer Wiese. Und klar, ankuppeln geht, aber dann halte ich einfach nochmal bei der Straßenlampe gerne an, schaue, ob alles funktioniert, die Kupplung richtig drin ist, Sicherungsseil dran, die Reifen auch nicht platt. Und ja, dann geht es jetzt weiter. Seht, es ist schon praktisch Sonnenaufgang. Ich finde es einfach immer schön so morgens. Ne? Ich bin jetzt knapp ein Viertelstunden Auto gefahren und in der Zeit habe ich vielleicht 10 oder ja, sagen wir mal 20 Autos gesehen. Also zum Fahren finde ich es echt super angenehm morgens und vor allem hier am Bienenstand, ne? Unheimlich viele Vögel, wenn der Tag so erwacht. Wunderschön, also ich habe jetzt schon die Fluglöcher zu und mache jetzt meine Spanngurte drum. Dann lade ich auf und dann geht's wieder heim. Ja, vielleicht auch kurz noch, warum mache ich das jetzt? Also, ich habe jetzt einfach die letzten 2 Tage auf der Waage gesehen, dass ich hier nur Abnahmen habe und auf den anderen Wagen habe ich eigentlich durchweg Zunahmen. Und da ich nächste Woche relativ wenig Zeit habe, die zu fahren, habe ich einfach gesagt, okay, ich mache es jetzt. Ich meine, im Endeffekt zählt ja auch da jeder Tag. Das sind ja jetzt hier so 30 oder 35 Bienenvölker, was hier stehen. Und es macht natürlich schon in der Menge dann einen Unterschied, ob ich im Tag hier eine Dreiviertelkilo eine Abnahme habe oder woanders eine Zunahme. Und deshalb habe ich gesagt, okay, wir fahren die heute. Der Honig ist natürlich, oder der Honig, den wir ernten können, dann ist natürlich das eine. Das andere ist natürlich auch, wenn die Bienenvölker jetzt hier stehen, ich meine, man sieht es hier jetzt im Hintergrund, wenn ich mich mal umdrehe. Also wir haben hier viel Mais, hier den verblühten Raps und hier hinten zwar schon den Wald, aber im Wesentlichen doch unheimlich viele Fichten. Zwar schon auch, wie im letzten Video gesagt, diese Himbeer-Brombeer-Sache, aber es scheint nicht zu reichen, dass es hier irgendwelche Zunahmen gibt. Vielleicht liegt es am Wind, am Trockenen, ich weiß es nicht. Und ich meine, da tut man den Bienenvölkern ja jetzt auch nichts Gutes, wenn die keine Nahrung finden und immer nur ihre Vorräte zehren. Das merkt man eigentlich auch, wenn man den Bienenvölkern arbeitet. Ne? Ich meine, zufriedene Bienenvölker, gesunde Bienenvölker sind einfach viel sanfter, wie jetzt Bienenvölker, die über Tage oder über Wochen eine Nullsumme haben im Honigertrag. Die sind einfach ein bisschen von Haus aus unzufrieden und damit aggressiv. Ja, also ich bin gerade mitten im Aufladen und man schaut ja immer wieder so in der Landschaft rum und das sieht auch echt. Ah, jetzt sieht man es nicht mehr. Gerade gedacht, das filme ich jetzt mal, wie so die Sonne hier hinter dem Wald raufkommt. Und ganz da hinten, weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, bei diesen Hochsilos, da ist noch so eine leichte Nebelschicht. Also das sah echt schön aus und dann noch das Vogelgezwitscher. Also ein wunderschöner Morgen. Gerade ist mir auch ein kleines Malheur passiert. Ich habe vergessen, ein Flugloch zuzumachen vorher. Und ja, es fliegen hier ein paar Bienen rum. Jetzt habe ich es zwar zugemacht, aber ich hatte es schon
schon hat es erst beim Aufladen gemerkt. Und insofern habe ich auch kurz Zeit, bis die sich beruhigen. Und dann geht es weiter. Ja, so, jetzt habe ich die Bienen wieder abgeladen. Ich habe die jetzt auf zwei Standorte verteilt. Einfach, an einem Standort hatte ich ja schon welche. Dann habe ich da wieder eine gesamte Gruppe und hier an diesem Standort, da werde ich wahrscheinlich überwintern einen Teil und dann habe ich die schon mal hingefahren, weil es einfach, wie gesagt, für den anderen Standort sonst ein bisschen viel wäre. Fluglöcher sind schon wieder offen und ich habe jetzt Feierabend und die Bienen beginnen dann jetzt ihren Arbeitstag. Was ich jetzt noch auf dem Hänger habe, sind 4 Stück. Da habe ich mir im Laufe der letzten Wochen immer diese Anmerkung gemacht, dass ich da einfach die Königin tauschen will. Da bin ich absolut nicht zufrieden. Und die nehme ich jetzt einfach nochmal mit. Ich habe bei mir im Ort auch einen Bienenstand. Und da habe ich mein Zuchtmaterial und da stelle ich die da einfach dazu. Und dann tue ich mich da einfach leichter mit den Zellen zusetzen. Da muss ich da nicht extra rumfahren. Und ja, dann ist das für mich einfach ein. Ja, ihr seht es im Hintergrund. Ich bin wieder mit meinem grünen Bus unterwegs. Also die Reparatur hat geklappt. Neue Kupplung eingebaut. Und ja, bin ich zufrieden. Ne? Gerade rechtzeitig. Ich bin jetzt heute unterwegs, Honig einzusammeln. Und zwar ist es bei mir jetzt gerade so, also bei mir daheim, diese Bienenstände, da habe ich so die Tage jetzt gehabt, so knapp ein Kilo Zunahmen. Und ich bin jetzt einfach gerade dabei, dass ich es dann im Juli einfacher habe, Bienenvölker, die noch 3 Honigräume haben, die enge ich praktisch vom Honigraum her so ein, dass sie bloß noch 2 Honigräume haben, weil ich denke, hier in der Gegend zumindest hat sich das mit dem Wald erledigt. Da wird auch definitiv wahrscheinlich nichts mehr kommen. Und deshalb mache ich richtig die einfach jetzt ein, dass sie diese 2 Honigraumzargen hoffentlich noch voll machen. Also wie gesagt, die sind ja jetzt nicht leer. Die sind ja, ich hänge die nur praktisch von 3 Honigraumzargen auf 2 zusammen und nehme eben den überflüssigen, also volle Waben nehme ich dann schon mal raus. Dann habe ich es einfach später einfacher. Und ja, das Wetter bietet sich einfach an. Ne? Wir sehen das hier hinten. Die Bienen fliegen eigentlich nicht. Oder man kann sagen, sie fliegen nicht. Hat im Wesentlichen 2 Gründe. Wir haben, man sieht es jetzt hier kaum einen guten Wind. Und es ist relativ frisch. Also wir haben jetzt über Nacht ja im Prinzip fast 10 Grad verloren. Haben jetzt 18 Grad, gestern hatten wir noch 28 Grad. Ja, da wie gesagt, da und solches Wetter bietet sich an, da habe ich kein Problem mit der Räuberei. Da kann ich das ein oder andere Bienenvolk schaue ich nochmal nach und wie gesagt, nehme den Honigraum raus. Das mache ich dann auch wieder oder habe ich jetzt mit meiner Abkehrmaschine wieder gemacht. Ich habe es leider nicht gefilmt, weil ich kein Stativ dabei hatte. Ja, und wie gesagt, so gehe ich jetzt gerade den einen nach dem anderen Bienenstand durch. Ne? Also hier schaut ihr mal, also da fliegt eigentlich nichts. Ne? Also keine Sorge, die leben, die haben Futter, also Honig, sind nicht vergiftet, also alles in bester Ordnung. Ne? Ja, jetzt bin ich hier an meinem Ablegerstand. Hier drüben habe ich die Bienenvölker stehen, die, wenn ihr euch erinnert, im Anfang der Woche habe ich ja 4 Bienenvölker aussortiert, wo ich die Königin sowieso tauschen will. Die nehme ich jetzt her, um, also da habe ich ja die Königin entnommen. Und da werde ich jetzt die Nachschaffungszellen brechen und dann nehme ich diese 4 Völker her und ziehe mir da ein paar Königinnen nach, die ich dann nochmal im Juli nehme, einfach für ein paar Vermehrungen. Ich habe noch so 20 oder 30 Bienenkästen, wo ich leer habe. Die mache ich noch voll.
Und das mal dann über den Kunstschwamm. Und da schaue ich einfach jetzt, dass ich mir hier die Königinnen ranziehe. Und dann auch die Königinnen noch dazu nehme, wo ich dann die Völker noch umweiseln will später im Jahr. Ja, heute ist ja wieder ein bisschen wärmer. Also jetzt breche ich die Nachschaffungszellen, dann laufe ich um. Ich meine, das ist jetzt nicht so ganz die Starter-Finisher-Methode. Wie gesagt, ich hänge da jetzt auch nicht so viele Zellen rein. Ich brauche jetzt ja noch so ungefähr, summa summarum, irgendwo so 40 Königinnen. Das heißt im Prinzip im Schnitt, dass mir jedes weißellose Volk hier 10 Königinnen anziehen sollte. Und das bekomme ich eigentlich auch ganz gut hin. Ne? Das sind dann doch noch jetzt relativ starke Völker, sind eingeengt. Und dann wird es funktioniert jetzt. Ne? Ja, jetzt habe ich gerade die Völker durchgeschaut. Bei einem ist wohl auch das passiert, eine Königin unbemerkt geschlüpft. Also da muss ich wohl irgendwann mal vor ein paar Tagen eine Zelle übersehen haben. Also die haben gar keine Nachschaffungszellen angelegt. Damit scheidet es aus. Ich meine, klar, man könnte jetzt die Königin suchen. Das will ich aber nicht. Jetzt lasse ich die mal begatten. Eins ist dann doch relativ schwach. Meine, da werde ich jetzt trotzdem mal 5, 6, 7 Zellen zum Anziehen geben. Und dann habe ich noch eins. Da gebe ich dann einfach entsprechend irgendwo zwischen 15 und 20 Zellen. Und dann werde ich wahrscheinlich die Tage dann doch nochmal eine Serie starten mit dem ganz klassischen Starter-Finisher. Da werde ich dann ein Volk wahrscheinlich hier von nehmen oder zwei zusammen. Und wie gesagt, das dann nochmal eine Reihe starten. Aber jetzt mache ich mal auf die Schnelle, dass ich einfach entsprechend ein paar Königinnen habe, lasse ich die hier anziehen. Hier habe ich auch eine Bienenvolk einfach stehen mit Zuchtstoff. Und dann werde ich so um die 20, wahrscheinlich um die 20 Königinnen bekommen, statt meiner gewünschten 40. Und dann muss ich die anderen 20, muss ich dann eben nochmal eine Serie machen. Komme ich aber jetzt heute nicht dazu, weil ich das Material jetzt dann hier nicht an dem Bienenstand habe und wie gesagt da noch andere Arbeiten heute eingeplant habe. Deshalb machen wir mal die kleine Nummer und dann machen wir. Ja, also beim Umlaufen gibt es sicherlich Leute, die sind schneller wie ich. Wie gesagt, ich brauche da manchmal ein bisschen, bis ich reinkomme. Ich bin da selber immer fasziniert, wie schnell das diese Profivermehrer machen, also die, wo halt große Stückzahlen machen. Ich habe halt auch immer das Problem, dass ich hier nicht so das Licht habe, dann habe ich jetzt eine relativ dunkle Wabe. Und ja, so ist halt.
So, also wie ihr vielleicht auch seht, ich habe jetzt ein paar Anzuchtnäpfchen, die ich schon mal benutzt habe. Das hat einfach den Hintergrund, ich habe vergessen, neue zu bestellen. Und ja, aber in der Regel funktioniert das auch, ne? Ich meine, man kann sich da die Zeit sparen, das Wachs grob wegzumachen, wenn man neue bestellt, aber das geht in der Regel auch. Also ich hänge das jetzt einfach zu. Ja, hallo, guten Morgen. Heute mal aus dem Schwäbischen Wald. Und der Tag beginnt, ne? Irgendwie kurz nach 5 jetzt. Ihr seht es im Hintergrund, hoffentlich. Warte, ich muss mal die Kamera. Wir haben Waagfolk hierher gefahren. Ich hatte jetzt einfach die Möglichkeit, hier einen schönen Standplatz nochmal zu bekommen. Mit Fichte und Tannenanschluss. Und da habe ich jetzt einfach heute Morgen in Waagfolk hergefahren, dass ich das ein bisschen im Blick habe, was hier passiert und vielleicht noch Bienenvölker einfach erfahren kann. Weil dieses Jahr ist bei mir einfach so, ich habe zwar jetzt alle Bienen, glaube ich, ganz gut untergebracht an Standorten, wo es auch Zunahmen gibt, aber ich denke nicht, dass ich bisher einen Standort habe, wo ich Waldhonig habe. Und das schadet ja nie, ne? Im Sortiment. Wir verkaufen ja oder vermarkten ja eigentlich ausschließlich direkt. Und da brauche ich, ich habe zwar noch was liegen aus den letzten Jahren oder aus dem letzten Jahr, aber wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, dass man hier noch Waldhonig bekommt, da würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich noch eine Gruppe hierher fahren. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Aber wie gesagt, das ist nicht weit weg von mir daheim und die Möglichkeit will ich einfach nutzen. Ne? Ja, ich nutze ja nach wie vor diese Eigenbaustockwagen, wo man im Internet ja die Anleitung findet. Ich verlinke es auch unten nochmal, mit dem bin ich wirklich zufrieden. Also vielen Dank auch an den Erfinder. Das macht mir das Leben echt einfacher. Ja, und wie gesagt, ich habe es jetzt hier. Einfach ein bisschen im Wald stehen. Ein Volk, habe ihn relativ starkes genommen. Das ist jetzt auch nicht ganz, also hat auch Honigvorräte bei, dass wenn da jetzt nichts passiert, dass ich da nicht jetzt nächste oder die nächsten 2 Wochen kommen muss und hoffe einfach, dass sich da, sage ich jetzt mal, die nächsten maximal 6 Wochen, solange die Bienensaison ja noch dauert, noch was tut. Und wenn nicht, dann ist es halt so, ne? Man kann es nicht beeinflussen. Ja, das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich meine, was mich prinzipiell auch mal interessieren würde, ist, lauft ihr um? Und wenn ja, wie lauft ihr um? Habt ihr auch diese Schweizer Modell oder gibt es jemand, der mit dem chinesischen Umlauflöffel klarkommt oder gibt es da einen Trick? Also schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.